Hallo, liebe Sternenfreunde, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung für den August 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Auch im August reißen die aufregenden Konstellationen nicht ab. Die Lilith wird das Zeichen wechseln, sie geht in den Wassermann. Der Neumond erscheint nochmal als partielle Sonnenfinsternis. Uranus wird rückläufig, der Merkur wird wieder direktläufig und auch der Mars wird Ende des Monats wieder in den Vorwärtsgang gehen. In der ersten Monatshälfte bleibt es noch recht unruhig. Am besten ist es, wenn wir unsere Erwartungshaltungen nicht zu hoch schrauben und uns vornehmen, flexibel auf Planänderungen zu reagieren. Wir müssen weiterhin damit rechnen, dass Dinge sich anders entwickeln als gedacht und sollten es einfach nicht persönlich nehmen. Es hat ja auch keinen Zweck, schlechtes Wetter persönlich zu nehmen. Man muss sich halt einfach damit arrangieren. Ab dem 11. August baut sich jedoch eine sehr schöne Konstellation auf, ähnlich einem Hochdruckgebiet, mit viel Harmonie und dem kosmischen Versprechen, dass unsere Pläne Form annehmen und wir Fortschritte machen und wieder optimistisch in die Zukunft blicken. Wie immer bin ich mit einer persönlichen Beratung für euch da, wenn ihr mich braucht. Und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder ruft einfach an auf meinem Kundentelefon. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Und mein neues Video-Special ist online. Es heißt Kreativ, wild und frei – Lilith im Wassermann. Da gibt es auch wieder eine Beratung zum Sonderpreis als Geschenk, aber wenn ihr hier bei der Verlosung mitmacht, könnt ihr sie auch gewinnen. Und wie es geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Meine Gewinnerin aus der Verlosung im Juli, die das Lilith-Buch in der neuen Taschenbuchauflage gewonnen hat, ist Andrea M. Herzlichen Glückwunsch, liebe Andrea. Bitte melde dich unter meiner E-Mail-Adresse, die wird jetzt hier unten eingeblendet und ich setze mich dann mit dir in Verbindung, damit ich dir das Buch schicken kann. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen für den August genauer anschauen. Vorher nochmal der Hinweis, dass ihr die langfristigen Tendenzen der langsam laufenden Planeten jederzeit nochmal im Jahreshoroskop im Video nachschauen oder im Buch nachschlagen könnt. Und da habe ich noch ein Angebot für euch. Das halbe Jahr ist ja jetzt rum und deswegen gibt es mein Jahreshoroskopbuch jetzt zum halben Preis. Es kostet also statt 19,99 € nur noch 9,99 Euro für die Printausgabe bzw. 4,49 Euro fürs E-Book. Wenn ihr es also noch nicht habt, könnt ihr jetzt noch zuschlagen. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung. Wir starten in den August mit der Spannung zwischen Mars, der rückläufig im Wassermann steht, und Uranus im Stier. Außerdem ist auch der Merkur im Löwen rückläufig und die Sonne steht auch im Löwen genau am Mondknoten. Das heißt, gerade in den ersten Tagen des Monats herrscht Flirtalarm. Es knistert liebesmäßig, aber verbunden mit der Gefahr, dass man jemanden vor den Kopf stößt oder dass sich die Sache ganz anders entwickelt, als man am Anfang glaubt. Zum Glück steht die Venus in der vernünftigen Jungfrau. Das kann für Ausgleich sorgen. Zu Beginn des Monats befinden wir uns noch unter dem Einfluss der Mondfinsternis vom 27. Juli. Die zeige ich euch nochmal. Das ist eine hochemotionale und aufregende Konstellation, die bis in den August weiterwirkt. Und sie betont die Spannungen zwischen Energieplanet Mars und Uranus und da auch noch die Sonne in Spannung. Das sieht man an diesem roten Dreieck hier. Und das sorgt für eine stark aufgeladene Atmosphäre. Alle Tipps zu dieser Konstellation findet ihr in meinem Video mit der kosmischen Schwingung vom Juli. Ja, ich hatte es ja schon angedeutet, die Verletzungsgefahr ist erhöht und das gilt bis ungefähr zum 1. August. Außerdem kommt es auch immer wieder zu Störungen der Abläufe und zu technischen Problemen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir gelassen bleiben und unsere Termine nicht zu eng planen und auch nicht zu viele Erwartungen an uns selbst und an andere stellen. Besonders betroffen sind alle, die wichtige Positionen oder ihr Sternzeichen auf 0 bis 5 Grad der sogenannten fixen Zeichen haben, also Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Bei den Geburtstagskindern betrifft das die ersten 5 Tage des jeweiligen Sternzeichens. Außerdem haben wir noch eine Konstellation, die wir beachten müssen, und zwar die Spannung zwischen Saturn im Steinbock und Chiron im Widder. Im persönlichen Erleben kann das gesundheitliche Probleme in den Vordergrund rücken oder auch auf nahestehende Menschen hinweisen, die krank werden und um die man sich kümmern muss.
Betroffen davon sind alle, die wichtige Planeten oder ihr Sternzeichen auf 0 bis 5 Grad in den Kardinalzeichen haben, also Widder, Krebs, Waage oder Steinbock. Und diese Spannung zwischen Heilerplanet Chiron und Prüfungsplanet Saturn begleitet uns den ganzen August und September über und kann auch anzeigen, dass Heiler und Ärzte, die mit alternativen Heilmethoden arbeiten, deswegen Probleme mit gesetzlichen Vorschriften bekommen. Was die Spannung zwischen Mars und Uranus angeht, kann ich euch ein paar Geschichten erzählen. Ich selber habe den Saturn auf 1 Grad Wassermann und darauf eine direkte Breitseite von Uranus bekommen. Und prompt hat mein schöner Fernseher, den ich hier immer für meine Videos benutze, den Geist aufgegeben. Ihr müsst wissen, dass ich in meiner Freizeit eigentlich so gut wie nie Fernsehen gucke, aber der Fernseher ist für mich eben mein Studiomonitor für meine YouTube-Videos, also ein wichtiges Arbeitsgerät. Und insofern würde ich ihn meinem Saturn im Wassermann zuordnen. Saturn als Planet der Arbeit und des Erfolgs. Und kaum war das Uranus-Quadrat da, zack, hat es ihn geschnetzelt. Und die Garantie war gerade mal kurz davor abgelaufen. Aber ich habe hartnäckig, saturnmäßig, mit dem Hersteller Sony verhandelt. Und die haben mir dann die Hälfte der doch ziemlich erheblichen Reparaturkosten auf Kulanz bezahlt. Wofür ich mich bedanke, was ich aber auch angemessen fand. Und jetzt läuft er wieder. Ich bin also hartnäckig, saturnmäßig dran geblieben und habe im Sinne der Nachhaltigkeit darauf verzichtet, mir gleich ein neues Gerät zu kaufen. Ich finde, es hat sich gelohnt. Außerdem ist mir aufgefallen, dass meine Klienten ungewöhnlich häufig bei den Beratungsterminen zu spät dran waren oder sich gar nicht gemeldet haben, weil sie irgendwo im Stau gesteckt haben. Typisch für den rückläufigen Mars. Auch kleinere und größere Verletzungen und einen Blechschaden habe ich beobachtet. Betroffen waren 2 Stiere und ein Skorpion. Und einen ganz prominenten Stiermann hat es auch erwischt. George Clooney. Das zeige ich euch jetzt mal kurz. Clooney hatte am 10. Juli einen spektakulären Motorradunfall auf Sardinien. Inzwischen hat er sich schon wieder recht gut erholt, aber der Unfall sah wirklich böse aus. An dem Beispiel kann ich euch nochmal zeigen, was es bedeutet, wenn ich immer sage, nicht nur das Sternzeichen kann die Aspekte empfangen, sondern auch wichtige Faktoren im Horoskop. George Clooney ist ja Sternzeichen Stier. Hier seht ihr sein Horoskop. Er hat am 6. Mai Geburtstag. Und seine Sonne, also sein Sternzeichen, steht auf 15 Grad Stier in der zweiten Dekade und empfängt die Spannung von Uranus jetzt noch gar nicht. Wohl aber sein Mars, der auf 0 Grad Löwe steht. Und hier seht ihr das Horoskop von George Clooney und darin rot eingezeichnet die Planeten am Unfalltag. Und da seht ihr hier den Uranus, der diese 90-Grad-Spannung auf seinen Mars bildet. Das ist ein Quadrataspekt, das ist die stärkste Spannung, die es in der Astrologie gibt. Und ich denke, das ist auch im Moment die heikelste Konstellation, die man haben kann, wenn man den Mars auf 0 bis 5 Grad Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann stehen hat und dann diese Spannung von Uranus und jetzt aktuell auch noch den Mars empfängt. Und deswegen sage ich immer, das muss man eventuell mal in der persönlichen Beratung klären oder ihr schaut mal vorbei bei meinem Webinar Antonias Sterne. Da können wir gucken, ob ihr solche Positionen im Horoskop habt. Ich kann euch aber auch noch einen Link zu der Seite von Astrodienst unten reinsetzen. Da könnt ihr das auch jederzeit kostenlos nachgucken und euch ein Horoskop berechnen lassen. Also, in diesem Sinne, passt bis zum 11. August gut auf euch auf. Und dieser Aspekt hier zwischen Mars und Uranus ist noch bis zum 11. August exakt, aber auch danach müsst ihr noch Acht geben, denn die Spannung von Mars und Uranus tritt auch im September nochmal auf. Und auf der psychologischen Ebene betrifft das auch eure Beziehungen. Wir sollten von Grundsatzdiskussionen Abstand nehmen und dem Partner lieber ein bisschen mehr Freiraum zugestehen und einfach damit leben, dass nicht alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt hatten. Es ist wirklich keine gute Idee, den Ärger darüber am Partner auszulassen oder ihm die Schuld zu geben. Sogar von einer Trennung würde ich abraten, wenn sie nicht gut überlegt ist. Denn was wir heute spontan denken und wollen, das können wir morgen schon wieder ganz anders sehen. Bei all dem hat auch die wilde Lilith einen starken Einfluss, denn sie bewegt sich auf den Mars zu und trifft sich mit ihm, wenn sie dann am 6. August ins Zeichen Wassermann wechselt. Das heißt, die Kräfte des Männlichen und des Weiblichen stehen in einer starken Anspannung, was mit viel erotischem Knistern und Leidenschaft einhergehen kann, aber auch mit leidenschaftlichen Auseinandersetzungen, Stress und Gereiztheit. Dabei geht es häufig um den persönlichen Freiraum in Beziehungen.
Die Verbindung zwischen Lilith und Mars wiederholt sich nochmal im September und wahrscheinlich können wir in den kommenden Monaten eine politische oder gesellschaftliche Auseinandersetzung beobachten, in der es um die Gleichstellung der Frau geht. Ich bin gespannt. Lilith im Wassermann verkörpert einen heftigen Freiheitsdrang, der keine Kompromisse kennt. In meinem Special, ganz neu, gehe ich ausführlich darauf ein. Es heißt Kreativ, wild und frei, Lilith im Wassermann. Und darin erfahrt ihr auch, was der Transit von Lilith durch den Wassermann für die einzelnen Sternzeichen bedeutet. Am 7. August wechselt dann auch die Venus das Zeichen und tritt ein in die Waage, wodurch Beziehungsthemen stark in den Vordergrund rücken. Wir möchten gerne schöne Zeiten mit unseren Lieben genießen, aber weiterhin müssen wir damit leben, dass nicht alles so läuft, wie wir es uns erträumt hatten. Zumal die Venus bis zum 11. August schwierige Aspekte zu Chiron und Saturn bildet, was das Thema auf kritische Punkte und alte Verletzungen in der Beziehung lenkt. Wenn solche Themen euch beschäftigen, dann macht euch Gedanken drüber, aber bringt es noch nicht gleich zur Sprache. Wartet damit noch bis zum 16., denn die aufgeheizte Atmosphäre hält noch an, wie gesagt, bis zum 11. August. Dann haben wir den Neumond im Löwen, also am 11. Und das ist dann wieder eine partielle Sonnenfinsternis. Zum Glück ist diese Konstellation weit weniger spannungsgeladen als die beiden Finsternisse im Juli. Aber mit dem rückläufigen Merkur direkt dabei kann es schon zu Missverständnissen kommen. Besonders wenn wir löwemäßig prahlen und angeben und gegenüber anderen raushängen lassen, dass wir uns für etwas Besonderes halten. Das würde gar nicht gut ankommen. Aber davon abgesehen verspricht dieser Neumond viel Spaß und Party und auch schöne Urlaubszeiten, wenn ihr frei habt. Der Neumond ist ja oft eine gute Zeit, ein neues Projekt zu beginnen. Und im August läutet er eine neue Zeitqualität ein, in der die kosmischen Spannungen allmählich nachlassen. Zwei wichtige konstruktive Aspekte gewinnen nun an Kraft, nämlich der schöne Romantikaspekt zwischen Jupiter und Neptun und außerdem ein sehr günstiger Aspekt zwischen Uranus und Saturn, der gut ist, um zu manifestieren und Ziele zu erreichen. Beide Aspekte unterstützen uns, wenn wir trotz Schwierigkeiten an unsere Beziehung glauben und die Lösung für Beziehungsprobleme nicht in der Trennung suchen, sondern in einem Neuanfang und in der Bereitschaft, aktiv was für die Beziehung zu tun. Deswegen eben mein Rat, euch in der ersten Augusthälfte nicht spontan und erbost zu trennen, sondern lieber noch abzuwarten, bis diese guten Aspekte greifen. Am 13. August trennt sich der Mars langsam wieder von der Lilith und läuft zurück ins Zeichen Steinbock und allmählich aus der Spannung zu Uranus heraus. Die Venus geht in Harmonie zum Merkur und der wird am 19. wieder direktläufig. Und zwischen dem 16. und dem 20. ist hier mit dem Harmonieaspekt zwischen Venus und Merkur eine besonders gute Zeit für liebevolle und konstruktive Gespräche. Am 23. August morgens um 6.08 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Jungfrau und bildet dann in den Tagen darauf ein traumhaft schönes Harmoniedreieck hier mit Uranus und Saturn. Das sind ganz starke Manifestationskräfte, die sich dann entfalten und uns helfen, berufliche oder persönliche Herzensprojekte voranzubringen und Ziele zu erreichen. Wermutstropfen ist, dass die Venus in den Tagen vom 23. bis 28. einen kritischen Aspekt hier zum Pluto bildet und man sollte dann wie schon in der ersten Monatshälfte vermeiden, Beziehungsprobleme anzusprechen und zwar gerade, wenn es sich um wiederkehrende Muster und Gewohnheiten des Partners handeln, die euch nerven. Es kann sich auch jemand aus der Vergangenheit melden, der Unruhe in die Beziehung bringt und auch Geldangelegenheiten können in diesen Tagen zu Streitigkeiten führen, also Vorsicht. In der ersten Septemberwoche ist eine viel bessere Zeit, falls es nötig ist, ein solches Gespräch zu führen oder eine finanzielle Angelegenheit zu klären. Am 26. August haben wir dann den Vollmond, der ist exakt um 13.56 Uhr, in den Zeichen Jungfrau und Fische. Und interessant ist, dass der Merkur dann im Vorwärtsgang wieder die gleiche Position einnimmt, wie er sie zum Neumond hatte, als er noch rückläufig war. Außerdem bildet sich dann mit diesem Manifestationsdreieck hier eine sogenannte Drachenfigur und das ist ein sehr konstruktiver Aspekt. Das sind alles Hinweise darauf, dass Vorhaben, die zu Neumond begonnen wurden, jetzt zu Vollmond tatsächlich greifen und dass viele Dinge jetzt wieder in den Vorwärtsgang gehen. Und nur einen Tag später, am 27. August, wird dann auch der Mars im Zeichen Steinbock endlich wieder direktläufig. Da werden viele erleichtert aufatmen.
Obwohl es noch etwa 7 Wochen dauert, bis der Mars wieder sein volles Tempo erreicht hat, geht der Blick jetzt wieder nach vorn und der Energieplanet steht uns für die nächsten 2 Jahre wieder mit vorwärts gerichteten Kräften zur Verfügung, ehe er das nächste Mal rückläufig wird. Wie sich die Tendenzen auf euer Sternzeichen und euren Aszendenten auswirken, das erfahrt ihr in den Sternzeichen-Videos. Das waren eure Konstellationen im August. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichen-Horoskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist diesmal am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen, zum Beispiel zu dem Transit von Lilith durch den Wassermann. Und jetzt komme ich zur Verlosung und weil die Lilith in den Wassermann geht, gibt es eine Lilith-Beratung zu gewinnen. Da können wir uns in Ruhe anschauen, wie sich der Transit von Lilith durch den Wassermann in eurem persönlichen Horoskop zeigen wird. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Natürlich das Neue über Lilith im Wassermann, aber auch über Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.